Ja, noch 17 Sekunden, dann geht's los. Freust du dich schon? Na klar, heute ist ja internationaler Ehrentag. Ja, Weißt du auch gut. welche? Ja, Welche? warte, Welche? geht mal los. So. Wir warten noch mal, bis das Unwetter kommt. Oder bis die Sonne kommt. Brauchen wir heute nicht lange warten. Ein Hin und Her, ein Hickhack. Oh, jetzt so. Na, gucke an. Schneit. Ja, ist April, dieser, was erwartest du denn da? Ne, ich erwarte im April den Mai. Da können wir lange warten, ne? Ja. Wir machen jetzt erstmal Ostern. Vom Eis befreit sind Strom und Bäche. Und wie war das mit dem alten Winter, der sich in raue Berge zurückzog? In seiner Schwäche. 3 Tage vor unserem Pflanzenvortrag ist gigantisches Aprilwetter. Was haben wir denn anliegen? Musst du nur wissen, du hast bestimmt schon ein paar Bilder rausgesucht. Oh. Das Wir haben jetzt Kleine, erstmal ja, das kleine Weiße, ne, was jetzt vom Himmel kommt. Das Kleine wurde jetzt verdeckt. Das Tausend schön. Tausend schön, ja, das haben wir heute auf Das dem Tausend Plan. schön. Und was haben wir in der Ferne wieder? Das ist die Frauensteiner Burg irgendwo. Nee, das ist der Männerstein. Männerstein, um nicht diskriminierend zu sein. Was gibt's da noch? Frauenstein, Männerstein? Markstein. Aber ja, hast du Töne? hast du Töne, ja, dich verstehe ich wieder. Klick auf. Ich klick zu. Hallo. Herzliche Begrüßung zum Internationalen Ehrentag. Ehrentag, welcher Ehrentag ist denn heute, Dieter? Weißt du das? Ja, Ehren. ich weiß zum Beispiel, dass der 8. Mai bald Ah, anliegt. heute ist internationaler Ehrentag der Pflanzen. Ja. Ehrentag der Pflanzen. Und übrigens, das Gänseblümchen, was heute dran ist, Ne, warte mal, wir war haben. Heidepflanze von 2017, also doppelter Ehrentag. Und dann Heute. gibt es noch viele andere. Mittagessen ist wichtig, Tag ist heute auch. Und der 8. Mai ist auch noch. Naja, aber jetzt sind wir beim Wir kommen 13. noch zum 8. April. Mai. Das ist wichtig, vorzumerken den 8. Mai. Also wegen was anderem, wegen Frühlingsspaziergang, da kommen wir zum Schluss noch Ja. mal drauf zu sprechen. 8. Mai ist so involviert bei uns im Gehirn, bringt man andere Zusammenhänge. Nee, 8. Mai mache ich den Frühlingsspaziergang. Ja, Ja, alle, die da sind und sich auch Gänseblümchen, zucken und auch sich zucken. Gänseblümchen heute. Ja, heute geht es um die ausdauernde Pflanze, Das kommt sofort. Gänseblümchen. Wir gucken noch mal, was es aktuelle Pflanzen gibt, so auf dem Was wir Markt, zum auf dem Wochenende Naturmarkt. in Frauenstein gesehen haben, was da rauskam. Was kam Ja, raus? das ist der Beifuß. So sieht der Beifuß aus, wenn er rauskommt. Naja. Groß rauskommt. Klein Naja. rauskommt. Erstmal klein. Dann haben wir auch massenhaft Schnittlauch gesehen, wilden Schnittlauch in der Landschaft. Ja, und das Himmelschlüsselchen, die Schlüsselblume, also die steht aber unter Naturschutz. Die bleibt stehen. Allerdings, wenn man sie im Garten hat, könnt ihr mitmachen, was ihr wollt. Aber in der Natur bleibt Schlüsselblume stehen, Naturschutz. Immer darauf achten. Ja, das Waldbinkelkraut, das ist so eine Sache. Da habe ich in mehreren Büchern drüber gelesen und studiert. Also mäßig giftig steht in den einen Büchern, in der anderen Büchern steht dann, ist eine Heilpflanze. Also probiert das selber mal aus. Heilpflanze, mäßig giftig. Ja, das Busch, Lecker. ja, du hast wohl probiert. Also das Nee, ich meine, lecker Buschfindröschen Bild ist das. würde ich nie empfehlen zu probieren. Das lasst doch mal ganz sein, sieht nur schön aus. Sieht nur schön aus. Was heißt nur? Buschwindröschen. Ja.
Was hast du denn noch fotografiert? Das ist ja nochmal das Waldbinkelkraut. Ja, doch. Nochmal Busche. Ja, und das Lärchensporn ist das gleiche wie beim Waldbinkelkraut. Auch mäßig giftig, beziehungsweise Heilpflanze. Aber wenn ihr wollt, schreibt mal, wo ihr noch Porträts drüber haben wollt. Dann gehen wir näher auf die Sache ein. Das sind jetzt erstmal so Sachen, die wir frisch in der Natur entdeckt haben. Ja. Sigrid, was willst du noch sagen? Ja, du zeig mal, was du so hast. Gänseblümchen heute? Ja, das Oder willst du noch ausdauernde was Gänseblümchen. Allgemeines sagen? Ja, wir könnten Hast du ja schon zu. mal was vom Ja. phänologischen Kalender gehört? Ach, na klar, ich weiß, du erzählst die ganze Aha. Zeit, es ist schön warm, es wird Frühling. Ja, wir haben aber immer noch einen Vorfrühling, mein lieber Dieter, nach dem phänologischen Kalender. Erst wenn die Stachelbeerblätter sich entfalten, dann kommt der Erstfrühling. Ne? Und wenn der Apfelblüte vonstatten geht, dann erst ist der Na, du Vollfrühling. brauchst ja nicht so zu schreien. Ja, das habe ich dir schon ein paar Mal erklärt. Ich hab's verstanden. Ja, hast ein schönes Bild rausgesucht. Großes Lob. Das hat das Internet gemacht. Ah ja, du So, hast es aber ja, rausgesucht. gut. Ja. Also ich bin jetzt im Vorfrühling. Ja, du bist noch im Vorfrühling. Willst du nun mal was erzählen zu den Ja, ich gehe Gänseblümchen? geh zu dem Tisch, wo du mich immer hin verweist. Nee, du kannst halt in die andere Ecke gehen. Na gut, ich gehe in die Du Ecke. kannst dich hier aufs Fenster setzen, da ist es noch schön hell heute Ja, draußen. stimmt, gut. Schauen wir mal, das Gänseblümchen. Schnapp deine gesammelten Werke und ab geht's. Ja, ich mache Stegreif, Dieter. Ach so, live. Live, nee, das ist ja live. Ah ja. Das ist, du merkst wohl gar nicht, was ich mache, hinter deinem Ah ja, wir Rücken. sind hier Du wirklich merkst live. nicht, was ich hinter deinem Wir Rücken mache. machen hier echt live. Ja? Also das ist keine Aufzeichnung, das ist live. Aber jetzt kommt eine kleine Aufzeichnung mal, weil wir da bei diesen Pflanzenporträts keine Fehler machen wollen. Was? Heute geht es schon um die siebente Pflanze, um das Gänseblümchen, um die Art Gänseblümchen, eigentlich um die Art ausdauerndes Gänseblümchen und gehört zur Gattung Gänseblümchen. Das ausdauernde Gänseblümchen hat den wissenschaftlichen Namen Bellis barrennis und die Gattung Gänseblümchen, die hat dann nur die Bezeichnung Bellis. Und diese mehrjährige Pflanze gehört zur Familie der Korbblütler und zählt zu den bekanntesten Pflanzen Mitteleuropas überhaupt. Ich glaube, das brauche ich nicht näher zu erläutern. Aber vielleicht interessanterweise ein paar populäre Bezeichnungen. Regenblume, weil es auch eine Zeigepflanze diesbezüglich ist. Maiblume, wie man andere Pflanzen auch so nennt. Also das Wort Maiblume, das wird für viele Pflanzen benutzt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Sonnenblümchen, Grasblume, Himmelsblume, Mondscheinblume und passenderweise finde ich Tausendschön, um nur einige Bezeichnungen zu nennen. Ja, diese mehrjährige Pflanze hat ein Rhizom und ist ein Adaptogen, also eine ausgleichende Pflanze. Verwechslungsmöglichkeit besteht mit der Kamille oder mit der Margerite, was aber nichts ausmacht. Davon geht keine Gefahr aus. Aber ich soll es mit erwähnen. Zur Verwendung und zu den Inhaltsstoffen. Das interessiert am meisten. Ich erwähnte schon Regenanzeiger, Heil-, Genuss-, Nahrungs- und Gewürzpflanze. Wird auch homöopathisch verwendet und als Tinktur für Tee, als Bad, als Brei, Salat, Suppe. Dieser Brei ist nicht zum Verspeisen gedacht, sondern zum Auftragen, zum Beispiel bei Insektenstichen. Deswegen so Brei und auf die Insektenstiche auftragen und dann nochmal eine Binde drüber. Man kann auch das Gänseblümchen so ausquetschen und dass er so rauskommt, ein bisschen Saft da drauf tun, wenn es eine ganz kleine Wunde ist. Verwendung findet das Gänseblümchen bezüglich Blüte, Blätter, Knospen. Carbonersatz kann man damit anstellen, frisch oder trocken. Nimmt man die Pflanze frisch, so braucht man dreimal so viel für die Teezubereitung zum Beispiel, als wenn man sie getrocknet verwendet.
um das immer mal wieder mit zu erwähnen. Inhaltsstoffe seien unter anderem erwähnt: Saponine, ätherische Öle, Vitamin C und K, Flavonoide, Gerb, Bitter- und Schleimstoffe, Inulin, Calcium, Eisen, Magnesium, Kalium. Also das sind nur einige Beispiele. Und könnt ihr euch dann schon vorstellen, dass es eine breite Einsatzmöglichkeit, einen großen Anwendungsradius gibt. Zum Beispiel und unter anderem bei Gelenkschmerzen, bei Husten, Asthma, Erkältungen, da ist das Saponin verantwortlich. Das hilft beim Abhusten. Dann für alle möglichen Hauterkrankungen, Hautentzündungen, bei Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Schlaflosigkeit, bei äußeren Wunden, Quetschungen der Art. Gerb- und Bitterstoffe sind Verdauungsanreger. Gerbstoffe auch entzündungshemmend. Saponine, sagte schon, erleichtert das Abhusten. Und die Schleimstoffe erleichtern den Stuhlgang. Das ist auch wieder interessant. Da bekommt der Adaptogeneinsatz vom Gänseblümchen Bedeutung. Ist der Stuhlgang zu dick, wird er dünner, ist er dünn, wird er dicker. Also ausgleichend eben. Ne? Also das Gänseblümchen ist für alle unsere 29 Organe sehr gut und auch für die etwa 206 Knochen. Das ist allerhand, was wir da so zu versorgen haben in uns. Zusammenfassend kann man nur sagen, dieser Kohlblüter enthält sehr viele medizinische Wirkstoffe, Inhaltsstoffe, Vitalstoffe und so weiter und schmeckt zudem lecker. Das traut man dieser kleinen Pflanze gar nicht zu. Fein hast du das gemacht. Ich habe mir was gemerkt. Was denn? 206 Knochen. Etwa. Jeder hat plus, einer minus, weniger. Plus, minus. Ja, bei den Organen ist es so, aber bei den Knochen. Weil ich mit den Knochen so zu tun hatte, da bin ich auf die Knochen gekommen. Ja, ich dachte, mir fällt was anderes auf. Ja, du hast das Gänseblümchen ausgequetscht. Ach nee, wegen der Gründonnerstag, super. Das Gründonnerstag, weil wir heute vor, ja bald, vor dem Donnerstag sind, ja. Da gehört das Gänseblümchen dazu. Und da sage ich vielleicht mal insgesamt die neuen Pflanzen. Man sagt auch neuen Kräutersuppe statt Gründonnerstagsuppe. Neben Gänseblümchen die Brennnessel, Bärlauch, Löwenzahn, Girsch, Gundermann, Sauerampfer, Spitzwegerich und Schaumkraut. So, das sind diese neuen Pflanzen, die man für diese Donnerstag, Gründonnerstagsuppe verwendet. Das wollte ich mal mit gesagt haben. Und ansonsten gibt es an für sich noch mehrere Ergänzungen beim Gänseblümchen. Sollte vielleicht noch Verschiedenes ansprechen. Einmal, das ist eine hygroskopische Pflanze. Ja, und das muss ich mal näher erläutern. Im Moment wird sie ja noch nicht so getrocknet, aber beim Trocknen ist es relevant, dieses hygroskopische Pflanzentum. Ja, diese ausdauernde Pflanze, die zieht wie die Malve die Feuchtigkeit aus der Luft. Oder ja, die zieht die Feuchtigkeit an aus der Luft. Insofern kann man das Gänseblümchen nicht einfach so trocknen. Ne? Normalerweise trocknet man ja an einem dunklen, kühlen Ort, damit sich das so dann etwa 2 Jahre hält. Ausgenommen sind Wurzel und Rinde. Das wird im Licht und in der Sonnenwärme getrocknet. Aber das Gänseblümchen, das kann man so nie trocknen. Das geht nur mit dem Dürrgerät, maximal 40 Grad. Das sollte ich unbedingt beim Gänseblümchen mit erwähnen. Und auch bei anderen Pflanzen sei das auch mal mitgesagt, ihr müsst dieses hygroskopische Pflanzentum mitbeachten. Also wenn so eine Pflanze Feuchtigkeit aus der Luft zieht, dann geht das nicht so irgendwie auf einer Bank, auf einem kleinen Blumenbänkchen oder so. Da hilft am Ende nur das Dürrgerät. Ja, Dieter, deswegen hast du ja auch eins dir zugelegt. Und da kannst du die Gänseblümchen mal mit trocknen. Ja, wo ich auch immer wieder gefragt werde, Inhaltsstoffe, Wirkstoffe, Vitalstoffe und sowas alles. Und die Eva fragt noch zu nebenbei, kann man die Blätter essen? Ja, na klar, natürlich. Ja, die Blätter sind essbar. Habe ich das nicht mit erwähnt? Ich dachte... Ja, das ist immer viel Information. Ja, man kann gar nicht alles so schnell erfassen. Die Blätter und vor allen Dingen die Knospen, die Carbonersatz. Ne? Das Rhizom wird nicht so empfohlen, aber die Blüte, die Blätter und die Knospen,
Die kann man einlegen. Also da Möglichkeiten gibt es immer viele. Ja, ein Schwert halt auch immer neben den Rezepten nach Inhaltsstoffe, Wirkstoffe, Vitalstoffe gefragt. Wirkstoffe wird eine besondere Bedeutung zugeschrieben hinsichtlich der Entfaltung von bestimmten physiologischen Wirkstoffen. Ja, so. Und Vitalstoffe. Vitalstoffe, es gibt, habe ich mal rausgesucht, die sind für einen gut funktionierenden Stoffwechsel eben notwendig. Es gibt 91 Vitalstoffe geben und davon wären 47 lebensnotwendig. Und die kommen über die Ernährung eben in den Körper und die kann der Körper nicht selbst produzieren. Und dazu gehören 13 Vitamine, 6 Mineralien, 40 Spurenelemente, 2 Fettsäuren, 12 Aminosäuren zum Beispiel. Und dazu gehören auch die primären und die sekundären Pflanzenstoffe. Aber ehe ich darauf nochmal eingehe, wir haben ja schon bei den Einleitungsstellungen dazu gesprochen, umgangssprachlich wird unter Vitalstoffen oder wird unter Vitalstoff jener Stoff verstanden, der der Gesundheit dienlich ist. Da hat man auch wieder zu unterscheiden. Die fachmännische Bedeutung und die umgangssprachliche Bedeutung. Ja, und die primären Pflanzenstoffe, das sind eben Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette und die sind lebensnotwendig. Die dienen den Menschen als Nährstoffe. Ja, die sind lebensnotwendig. Die sekundären Pflanzenstoffe, das sind Farb- und Duftstoffe in Pflanzen und die in erster Linie zum Anlocken von Insekten und zum Abwehren von Schädlingen. Ne? Aber ich finde interessant, dass sie eben auch uns helfen. Und dazu gehören zum Beispiel, was ich besonders bemerkenswert oder wichtig finde, die Saponine. Und die sind beim Gänseblümchen in den Blüten. Ne? Das sei explizit nochmal erwähnt. Und die Saponine, die helfen beim Abhusten, ne? Wenn man erkältet ist oder wenn man eben Asthma hat oder irgend sowas in diesem Bereich. Die haben im menschlichen Körper eine pharmakologische Wirkung. Tja, die sind nicht lebensnotwendig, erfüllen aber viele Funktionen im Körper und sollten eben nicht außer Acht gelassen werden. Ja, Inulin ist neben Saponin für meine Begriffe auch wichtig, weil es verdauungsfördernd ist. Ne? Das Problem ist oft, liegt im Magen und dann im Magen angrenzend im hinteren Teil des Körpers. Ja, man kann es noch prägnanter ausdrücken. Ja, wir sind mal ein bisschen hier, wie soll man sagen? Vulgär materialistisch. Das Problem ist, liegt wirklich da unten in diesem Ausgangsbereich des Körpers. Insofern sind die verdauungsfördernden Stoffe wichtig für meine Begriffe. Ja, sowas nicht außer Acht lassen, selber mal mit den sekundären, primären Pflanzenstoffen befassen, mit den Vitalstoffen, Inhaltsstoffen, Wirkstoffen. Man kann es nur wiederholen und Gedankenanstöße vermitteln. Ja, und eure Fragen, Eva hat, was hat Eva geschrieben? Nee, Eva hat nichts geschrieben, das haben wir schon abgehakt. Hier, das war jetzt ziemlich viel. Wir machen jetzt mal was Kurzes. Also, ja, was zum Kurzes. Thema Gänseblümchen und sind in einer Minute ungefähr wieder da. Ach, was Altes machst du dann? Was Altes? Nee, was, ja. Was wir schon im Vorgesjahr oder so aufgenommen haben. In alten Filmen, da waren wir aber jünger. Was ist das? Nein. Die Bonsai-Blumen, die pflückst du hier wohl ab, die brauchst du wohl für die Gänse oder willst du die etwa in den Zwergen was tun? Oh, reintun will ich die, ja. Aber nicht in die Zwergenmasse, sondern in den Salat und in den Tee. Kannst du nämlich essen. Hier, bitte. Knack, knack, knack. Da. Hier, bitte, probier. Ja, ja. Schmeckt typisch Gänseblümchen. Ja. Schön sind wir wieder da. Sekretär, hast du noch was zu melden? Ich könnte noch viel erzählen, aber ich wollte auf die Fragen. Ich habe ja schon, bin ja schon darauf eingegangen, auf Dinge, auf die ich angesprochen worden bin. Naja, natürlich den 8. Mai hast du ja schon gesagt, da hast du vielleicht auch noch ein Bild rausgesucht. Ja, Frühlingsspaziergang. Den machen wir dieses Jahr am Parkplatz Niederlauterstein.
Ja, und wollen die Kultur natürlich mit einbringen. Das ist eine ganz interessante Ecke aus Kultur- und naturhistorischer Hinsicht. Ja, erzähl noch mal was zum Zum Frühlingsspaziergang. Frühlingsspaziergang, es hängt von, ja, da ist eine Anmeldung notwendig, weil ich nicht mit 100 Mann gehen kann. Und wenn sich keiner anmeldet, dann gehen wir nie. Ja, und wir machen das vielleicht auch interaktiv, weil es Kurz, nicht die gibt ganze Geschichte, sondern nur partiell interaktiv, live. ja, weil es gibt halt viele Leute, die können nicht mehr so richtig und die wollen wir halt nicht ausgrenzen. Also vormerken, 8. Mai. Um 10 Uhr, 10 Uhr bis 12 Uhr haben wir avisiert. Ja, wir sind da nicht so pingelig. Pingelig, nein, sag ich. So, dann bringen wir mal was über die Kaffeelinden. Oder über die Kaffeelinde. Sagt ihr das was? Naja, na klar, die da Ach. Kaffeesachse, da haben wir ja viel schon drüber gemacht. Hast du was rausgesucht aus Ja, dem das Metier Kaffeesachsen? machen wir jetzt was über die Kaffeelinde. Und Ostern steht vor der Tür, aber das kommt noch. Bei den Kaffeesachsen sind wir hier im Erzgebirge. Da gibt es natürlich auch Kaffeelinden. Lecker Kaffeelinden. Ja, ich weiß schon, jetzt denkst du, man kann aus der Linde oder aus den Lindenblüten, Lindenblätter, Lindenrinde, was weiß ich, Kaffee machen. Klar. Nee, die haben hier eine Pause gemacht von der anstrengenden Feldarbeit. Siehst ja ringsherum nur Felder. Aber wenn wir immer beim Kaffee sind, Muckefuck kann ich dir zum Beispiel unter anderem gut erklären. Weißt du, wo Muckefuck herkommt? Vom Französischen. Ach so. Muckafu, das heißt falscher Kaffee. Und im Deutschen Muckefuck. Oder Sachse hat Muckefuck draus gemacht, also mit G. So, Muckefuck. wenn wir beim Kaffee sind, Blümchenkaffee, da haben wir ja auch schon mal ein Video drüber gemacht. Blümchenkaffee, Zichorienkaffee, das ist der lateinische Name für Wegwarte. Und aus der Wurzel von der Wegwarte kann man auch Kaffee machen. Das haben wir schon mal näher in einem anderen Video erklärt. Ja, Also. muss sagen, die Leipziger, geh Kaffee, geh Kuchen, geh ne Kraft. Ja, können wir noch mal zum Kaffee Sachsen irgendwann was machen. Das war die Preußen, die die sächsischen Soldaten gerückt haben, weil sie Kaffee wollten und sonst nichts gemacht hätten. Hat er gesagt, ihr Kaffeesachsen, lass mal am Rande. Na, dann heißt es, geh Kaffee, geh Kuchen, geh ne Kampfkraft. Ja. Ja, Sigrid, bist du wieder da? Ja, ich war ja nie weg, du warst weg. Ich war weg? Nee, ich war nie weg. Frohe Ostern, also Froston, oder soll man sagen Froston, Froston, wird es frostig Nein, wird nochmal? kein Nein, Frost, wird schön. kein, wird schön, ja Wird gut. schön, wird Ja, immer schön, egal was für Wetter dann ist. such die Hasen mit den Eiern, die Eier oder die Hasen oder beides. Und schreibt eure Wünsche elbe@online.de oder ruft an 0172 3704 714 und teilt eure Wünsche mit. Und dann schauen wir mal. Dankeschön fürs Zuschauen, waren die treuen Seelen wieder hier. Und die anderen grüßen wir auch. Tschüss und Glück auf, bis Glück nächste zu. Woche. Ja, bis nächste Woche Mittwoch wieder 19 Uhr.